Ein herzliches Willkommen unter Lutz am Part The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin es euer, der Mr. Mapfix. Wir haben beim letzten Mal hier einiges wieder über Ciri erfahren. Sie war auf den Skellige, hat leider die Insel jedoch wieder verlassen. Wir wissen nun, dass ein gewisser Uma, den wir schon kannten, dieses ein merkwürdiges, verfluchtes Wesen, die eine Spur auf sie hoffentlich hat. Wir werden uns aber jetzt erstmal nicht darum kümmern, sondern hier um den verfluchten Wolf Mokrak, der hier sein Unwesen treibt. Und ich habe jetzt ja auch endlich gefunden, wo ich hier hin muss, nämlich bei dieser blöden Schleuse einfach oben rechts. Ramond, wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel, wo ist er? Warum so still, Ramond? Dieb, du Gauner, Hurensohn, wertloser Bastard! Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten, mieses Arschloch. Mokrak, willst du mich jetzt angreifen schon wieder? Süß. So, komm Mokrak, süßer Mokrak, guter Mokrak, braver Mokrak. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ah cool, er hat sich im Stein verpackt. Aua, ey! So, kann man wieder reden? Oder willst du wieder auf mich da? Jetzt. Jetzt ist er wieder im Stein. Da. Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Mal sehen, ob es einfach geht. Mokrak, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. Super, jetzt haben wir ihm hier 17 Brocken Fleisch gegeben. Das wollte ich jetzt aber gar nicht. Ah doch, okay, das ist mein Fleisch wieder. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir ihn einfach mal hier erledigt. Ich meine, der greift uns ja trotzdem einfach so ohne Grund an. Also, ist ja eigentlich eh wurscht. So, wer bist du denn, mein Freund? Ich hoffe, du bist Gesprächegeist, der liebe nette Mokrak hier. So, warte, was ist das? Idealer Freund. Geduldig. Nimm den Mund nicht zu voll. So. Was ist das für ein Buch? Ein Buch, das ist immer gut. So. Schauen wir mal. Ist es ein wichtiges Buch? Bitte lass ein wichtiges Buch sein. Nein, es ist kein wichtiges Buch. Schade. Ja, schade, es wäre super. Lesen wir einfach mal so. Gut. Aber jetzt sind wir immer noch nicht schlauer. Jetzt sind wir in dieser coolen Höhle und machen wir mal eine Fackel an. So, versuchen jetzt hier immer noch irgendwas herauszufinden, wie wir diesen verdammten Fluch brechen können. Weil bis jetzt wissen wir ja noch gar nichts über den Fluch im Endeffekt. So, machen wir mal die Hexe sind an. Irgendwo muss hier doch was sein. Das wieder. Jetzt sind wir wieder im Kreis gelaufen. Hier gibt's aber auch nichts, oder? Bilde mir das ein. So, hier ist der liebe nette Mokrak gewesen, den haben wir angegriffen. Dann gibt's hier... Ah, da ist was! Geralt, schau es dir an. Geralt! Was ist denn das? So. Machen wir die Fackel weg. Jetzt geht's. Jetzt ging's gerade. Komm. Luftzug von unten. Eine Höhle. Luftzug von unten. Eine Höhle. Und wie gehe ich da jetzt rein? Warte mal. Machen wir mal. Igni? Irgendwie, dass wir diese Wurzeln da wegbrennen, geht natürlich nicht. Art.
Zug. Okay. Bin ein wenig. Was wurde der Höhle in Mokraks Lager? Okay. So, warte mal, ich muss mir jetzt wieder gescheit die Quest markieren, damit ich auch das Richtige wirklich hier mache. Komm, so. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie einen Weg finden in diese überflutete Höhle. Ja, super. Jetzt sind wir wieder so schlau wie eigentlich wie vorher. Gut, jetzt müssen wir wieder irgendwo hier einen Weg finden. Das ist echt nervig gerade. So. Ach, wartet mal. Okay, hier müssen wir wieder mit diesen blöden Schleusentoren arbeiten. Weil ich wette, wir müssen jetzt hier auf die andere Seite gehen. Weil vorher sind wir, ich glaube, dahin irgendwo geschwommen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das hier irgendwie hier aufbekommen. Oh, diese blöden Schleusentore. So. Ne, warte, so machen wir das einfach nur wieder zu. Ja, das ist auch nicht das Optimale. Obwohl. Nee, wird uns auch nicht viel bringen. Wir können ja da nicht dann hin. So. Hier, Das war eine schlechte Idee, dass wir die Schleusen dort zugemacht haben. So, machen wir nochmal. Auf. Auf. Ich hoffe, ich krieg's jetzt überhaupt wieder auf. So, jetzt ist das da offen. Aber ich will ja da auch nicht hin. Boah, ich hasse diese blöde Schleusentür. Das ist bummisch. Ich weiß ja nicht. Ich weiß echt nicht, wie die funktionieren sollen. So, ich mache mal den rechten und dann den linken. Und dann öffnet sich immer ein Tor. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. So. Hier. Wartet. Hä, wir müssen das schon irgendwie öffnen können. Oder kann man da runtertauchen? Schauen wir mal. Geralt, tauchen. Der taucht nicht. So, okay. Wir gehen jetzt nochmal kurz hoch. Machen diese blöden Schleusentore nochmal auf. Und dann schauen wir mal, was da passiert ist. Ich verstehe nicht, warum sich das Tor nicht ändert, weil das müsste sich ja auch mal ändern hier. So. Wir machen einfach mal nur einen. Ändert sich da was? Natürlich nicht. Dann den da noch. So. Ah, okay, jetzt habe ich es geschafft. Sehr gut. Sehr gut, okay. Jetzt kommen wir weiter, so. Und tauchen, Geralt. Rup. Okay. Wir beeilen uns und schwimmen jetzt hier in Mokroks Lager. Höchstpersönlich. Ja, der wird uns ewig gleich wieder angreifen. Ich meine, ich sag ja, es macht ja keinen Unterschied, ob wir ihn jetzt hier getötet haben oder nicht getötet haben. Weil wird er eh wieder hier auferstehen. Und beim letzten Mal haben wir ihn auch halbwegs gut behandelt und er hat uns trotzdem angegriffen. Also. Ja. Zeug. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen. Vor Jahren. Okay, das ist sehr gut. Jetzt haben wir hier den Schlüssel zum Kapitolhaus bekommen. Die Frage ist natürlich, was ist im Kapitolhaus? Der Mokrak hat ja mit seinem guten Freund darüber gesprochen, dass hier irgendwas sehr Wichtiges dort drin sein sollte. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier wieder rauskommen aus dieser blöden Höhle. Und dann geht's auf ins Kapitol, so. Aber wir markieren uns schon hier mal erstmal wieder die richtige Quest. So. Gut, und dann danach. Owen. So, wo ist das genau? Da müssen wir, ich weiß gar nicht, müssen wir dafür, nee, oder? Ich weiß gar nicht, müssen wir, nee, dafür müssen wir nicht wieder die Schleusentore ändern. Da kommen wir einfach, da müssen wir, glaube ich, einfach wieder zurückgehen. Ja, das ist das Haus, was da in der Mitte stand. So. Wir hätten uns eigentlich um den Fluch kümmern sollen, als Yennefer noch dabei war. Wäre eigentlich viel schlauer gewesen. Hätten wir einfach so zwischendurch auch noch machen können, aber naja. Jetzt ist auch zu spät, die Yenne ist weg und wir sind allein. Allein. So, Sesam, öffne dich. Und was haben wir hier denn nun? Eine Kiste mit Zwergenschnaps. Überall ist Zwergenschnaps. Bücher. Und eine Kiste mit Mokraks Tagebuch. Aha. Ist hier auch noch was? Sehr schön. Können wir erstmal ein Licht anmachen. Und nehmen hier ein bisschen Zeug raus. So. Gut, dann schauen wir uns mal das Tagebuch hier an. Oh. Artillerist. Wunderbar. Wir haben viel zu viel Schwerter übrigens. Aber wir haben trotzdem so wenig Gewicht. Wundert mich. So. Questgegenstände hier. Mokraks Tagebuch.
Tag 24. Toster, der... Oh, wartet mal kurz, ich muss mich kurz näher an den Fernseher dran sitzen. Blup, sonst ist hier viel zu weit weg und das ist wieder viel zu klein. So, Toster der Weise hat seinen Beinamen wirklich keine Ehre gemacht. Er hat mich bezahlt, damit ich sein Dorf nicht angreife. Und dann, weil er sich für so klug hielt, die Wache abberufen. Nie war es einfacher gewesen im Leben. Wir schlitzten den Männern im Schlaf die Kehle auf und vergnügten uns mit den Weibern bis zum Morgengrauen. Noch viel Beute, aber erstklassige Unterhaltung. Nicht viel Beute. So, Tag 26. Als wir von Runwing fortsegelten, hörten wir Eulen rufen. Ein schlechtes Omen. Also habe ich den Befehl gegeben, um zum Ufer zurückzukehren. Puck machte sich lustig, wie ich denn mutig sein könnte, wenn ich Angst vor den Göttern hätte. Ich warf ihn einem Messer zwischen die Rippen über Bord. Aber ich weiß, dass ich in den Augen der Jungs den Respekt verloren habe. Ich muss etwas tun, um zu beweisen, dass ich an Bord immer noch den längsten Schwanz habe, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme. Damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Tag 33. Unser Besuch auf Yunusville war ein voller Erfolg. Tote Priesterin, zerstörtes Denkmal, verbrannte heilige Bücher, geleerte Metfässer. Das Silber haben wir aufgeteilt. Ich habe die Votivgaben genommen. Norluf, Sohn von Odelik, die Becken und Löffel, Mohns Sohn von Gudvar, die Leuchter und den Schmuck, während Todfar, Sohn von Fina, seinen Anteil aus Angst von Ferestorn nicht an sich nehmen wollte. Umso besser, dann bleibt mehr für uns. Morgen segeln wir nach Speakerburg und sehen nach, was die Händlerweiber auf dem Markt gebracht haben. Glücklicherweise haben die es nicht weitergeschafft. Findet Torin Lavik, warum er dich wegen Mockwork belogen hat. Das heißt also hier, haben wir getroffen. Den Lavik hier. Und er hat uns ja im Endeffekt belogen, der Misttyp. So kann ich bitte das Tor aufmachen. Ich will nicht mal diesen blöden Umweg laufen. Komm schon. Ah, dann gehen wir halt wieder diesen verdammten Umweg. Oh, jetzt muss ich da auch noch rüberhüpfen. So. Also, Torda. Haben wir gehört, dass er hier als Pilger es überlebt hat. Es kam mir eh schon ein bisschen merkwürdig vor, weil der sah mir jetzt ehrlich gesagt nicht so aus wie ein Pilger. Aber ich dachte, mein Gott, ist halt so. Aber jetzt macht es... das war keine gute Landung. Müssen wir kurz meditieren. Das heißt jetzt im Endeffekt, war er hier ein Mitstreiter von hier dem lieben netten Modqua. Oder wie der Typ immer heißt. Und hat, ja... ihm hier geholfen, und aber er hat ja sich hier entschlossen, eben nicht diese wunderschönen, die Schätze ja aus dem Tempel zu holen und ist und hat deswegen, so wie es aussieht, auch überlebt. Leute, was ist denn da schon wieder schief gelaufen mit den Menschen? Wir werden es rauffinden, ist jetzt erstmal ein schönes Wort mal mit Torda reden und schauen, ob uns nun diesmal die ganze Wahrheit erzählt. Der ehemalige hier, große Verbrecher hier, so. Darunter wieder und da unten ist das Dörflein. So, komm, runter mit dir. Und jetzt will ich gefälligst hier ein paar Antworten haben, mein Freund. Das wollte ich schon immer wissen. Ich hab dich. Mein Gruß, gelobt sei Freya. Lügner. Was? Bei den Brüsten der großen Mutter. Spar dir das. Ich kauf dir deine Frömmigkeit nicht ab. Du warst einer von Morgwags Männern. Sieh an, wie klug du bist. Aber eins hast du übersehen. Die Jungs hier sind meine Männer. Jeder bis an die Zähne bewaffnet. Ich stell euch vor. Kann's kaum erwarten. Wie dumm du bist. Du bist allein. Was hast du vor? Das zeig ich dir. Eigentlich das übliche Quen. Oh, jetzt habe ich Jürgen mal gemacht. Cool. Also eigentlich hätte ich jetzt gesagt, wir müssen nicht kämpfen, aber mein Gott. Der hat uns ganz schön hier belogen und wegen dem hatten wir hier ganz schöne Probleme. Und ich habe jetzt 10 Minuten versucht, den Weg zu finden. Das ist nämlich dem ganz schön übel. Oh, der hat gesessen, der Hammer. Ich hasse Hammerleute. Hammerleute sind die einzigen richtigen nervig Gegner. So. Wenn man Edelschläge kann man natürlich auch nicht blocken. Ah! Kotzt du mich an, Mann! Jetzt bin ich im Wasser. Da wird er wieder hoch. So. Zack. Bist du echt? Okay. Oh, schöne Animation.
Gut, ja. Ich hätte ihm jetzt eigentlich gesagt, wir müssen nicht kämpfen. Aber mei. Manchmal muss er ein bisschen hier. Wisst schon, draufhauen. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, nichts erfahren. Und ich habe viel zu viele Schwerter aufgenommen. Warum nehme ich die ganzen scheiß Schwerter auf? Jo, Hund, du Arsch. Erkennst du mich nicht? Wartet mal. Das ist jetzt irgendwie blöd. Weil ich dachte, er hat jetzt irgendwie ein Tagebuch oder so. Aber im Endeffekt haben wir jetzt keinen einzigen Hinweis mehr bekommen. Leute, was hat es denn dann gebracht? Das ist doch scheiße! Jetzt muss ich mir echt überlegen, was machen wir denn jetzt? So, Quest, schauen wir mal. Nehmen Quest, schauen wir mal. Ja, super, da steht ja nichts dazu. Ja, cool. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, der hat jetzt irgendwie einen Tag. Ich dachte ehrlich gesagt, der schickt nur seine Männer auf uns. Und sagt, hey, weißt du, die töten dich. Aber er hält sich da ganz entspannt raus. Aber so wie es aussieht, hat er uns jetzt bekämpft. Jetzt haben wir ihn getötet und ja, jetzt sind wir immer noch nicht schlauer. Leute, manchmal sollte man auch ein bisschen nachdenken, bevor wir hier alles und jeden abschlachten. Naja, jetzt ist auch schon zu spät. Jetzt gehen wir hier nochmal hin. Versuchen nochmal irgendwas zu erreichen. Werden wieder nichts erreichen. Und ja, dann bin ich auch hier kein Stück schlauer. Wo bin ich jetzt? Zur Hölle. So. The hell? So, Gang, versuchen wir es halt nochmal, Leute. Gut, aber bevor wir jetzt, würde ich sagen, hier nochmal zum Mokwa gehen, schauen, ob er gesprächiger ist als beim letzten Mal, was ich jetzt mal stark bezweifle, würde ich sagen, machen wir erstmal einen ganz kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter, ganz relaxed und entspannt mit The Witcher 3 ohne einen richtigen Anlasspunkt. So wie und hier eigentlich also. Bis zum nächsten Mal, haut rein.